Der erste Kunststoff war Gummi, der mittels Vulkanisierung aus Kautschuk gewonnen worden ist. Heutzutage bestehen Kunststoffe häufig aus langen Polymerketten, die aus Kohlenwasserstoffen aufgebaut sind. Kunststoffe prägen unseren Alltag mehr als jedes andere Material. Duftstoffe spielten in allen Hochkulturen eine Rolle, doch sie waren teuer und blieben den Adligen und dem Klerus vorbehalten. Doch seit die Duftstoffe chemisch hergestellt werden, können sie sich alle leisten. Auch Farbstoffe sind eine alte Kulturleistung der Menschheit. Doch erst synthetische Farbstoffe vermochten Baumwolle zu färben. Die blaue Jeans ist ein gutes Beispiel dafür. Heute existieren Tausende von synthetischen Farbstoffen. Energie speichern und mit sich herumtragen, das ist ein Bedürfnis jeder modernen Zivilisation geworden. Moderne Energiespeicher wie Akkus und Batterien sind nur dank chemischer Forschung realisierbar. Auch die Universität Zürich forscht auf dem Gebiet zu sauberen und effizienten Energiespeichern der Zukunft. Die bekannteste wasserabstoßende Textilie ist Gore-Tex. Chemisch gesehen ist Gore-Tex Polytetrafluorethen. An der Universität Zürich haben wir eine Beschichtung entwickelt, die noch hydrophober ist und Wasser wie Tulpenblätter zu 100% abstößt. Selbst das schnellste Rennrad kommt ohne Chemie nicht aus. Nehmen wir zum Beispiel den Rahmen. Damit er leicht und gleichzeitig belastbar ist, kommen Metalle, zum Beispiel Titan oder Aluminium, zum Einsatz. Carbonverbindungen und neuartige Komposite werden ebenfalls weiterentwickelt. LCD-Flachbildschirme, früher ein Luxus, heute sehr weit verbreitet. Hinter der Abkürzung LCD stecken Flüssigkristalle, die sich je nach Spannung und elektrischem Feld anders ausrichten und dabei Ziffern und Zeichen bilden. Auch Flüssigkristalle sind ein Produkt chemischer Forschung und Entwicklung. Die Mehrzahl der Gegenstände des täglichen Gebrauchs haben mit Chemie zu tun. Sie bilden einen wesentlichen Teil unserer Alltagskultur. Existenziell ist die Chemie jedoch auch für alle Bioorganismen, den Menschen eingeschlossen. Chemische Prozesse gehören zum Leben in all seinen Ausprägungen.